Hi Leute und danke fürs Einschalten. Meine Freundin kommt gleich nach Hause von der Arbeit und ich wollte sie einfach mal mit einem wunderschönen Salat überraschen. Ich hoffe, ihr findet das eine gute Idee. Das Ganze wird angerührt mit der klassischen Vinaigrette, allerdings mit einer Orangen-Vinaigrette. Schmeckt super fruchtig, gerade mit den frisch gepressten Orangen. Es gibt ein super Aroma. Die ersten Sonnenstrahlen sind auch schon draußen, wenn ich gerade hier so aus dem Fenster blicke. Und das passt immer, die ersten Sonnenstrahlen des Jahres mit einem leckeren, knackigen Salat anzufangen. Ist auf jeden Fall ein guter Start in den Sommer. Ja, das Salat wird angerührt mit ein bisschen Senf. Olivenöl kommt rein, Balsamico-Essig, natürlich frisch gepresste Orangen, Salz, Pfeffer. Und dann legen wir gleich schon los. Und dann auf jeden Fall schon mal viel Spaß beim Schauen und auch beim Nachkochen. Für die Vinaigrette habe ich hier schon mal eine Schüssel vorbereitet. Ja, wie ihr seht, hier mit einem kleinen Teelöffel Senf. Ein bisschen großzügig. Und jetzt habe ich hier frisch gepressten Orangen. Das ist eine Orange. Die gebe ich einfach oben drüber. Dann kommen jetzt noch 3 Esslöffel Olivenöl hinzu. Ich nehme hier das gute Extra Vergine. So, 3 Stück. Dann kommt noch 1 Esslöffel Balsamico-Essig hinzu. Dann noch eine kleine Prise Salz, gefolgt von einer kleinen Prise Pfeffer. Oben noch ein bisschen zu versüßen, ein bisschen Zucker. Und das Ganze dann einfach gut umrühren, bis sich alles wunderschön verbunden hat. Könnt auch ein Rührbesen verwenden. Ich habe jetzt hier einen klassischen Blattsalat mit ein paar Tomaten und Radieschen. Da gebe ich jetzt einfach das Dressing oben drüber, unsere wunderschöne Vinaigrette. Dann um es zu süßen noch ein klein wenig Honig. Kann man auch gerne weglassen, wenn man es nicht so süß mag. Und dann kann es auch direkt schon angerichtet werden, noch ein bisschen verrühren. Ich wünsche auf jeden Fall wie immer guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen und schaut euch auf jeden Fall meine nächsten Videos an. Bis demnächst. Tschüss.